Und damit herzlich willkommen hier zum nächsten Video auf Matip TV. Herzlich willkommen zum, ja, würde ich mal sagen, neuen Format mal wieder auf meinem Kanal. Also es gibt unterschiedliche Videos, die ich ja jetzt in Zukunft auch bringen möchte. Ich möchte nicht jeden Donnerstag beispielsweise eine Hausbesichtigung bringen. Ich glaube, das hat sich jetzt auch so langsam, ja, erübrigt. Wir haben jetzt super oft sowas schon gemacht, vor allem dienstags und eben donnerstags und auch in den Streams. Und heute habe ich mir gedacht, machen wir mal ein bisschen was anderes. Wir machen heute einfach mal einen chilligen Modewettbewerb. Also wir schauen uns einfach mal so ein paar Accessoires an, beziehungsweise ein paar Outfits von den Leuten, bewerten das und ich rede ein bisschen nebenbei. Ich glaube, das ist auch eine coole Sache. Ich wollte mich einfach nochmal im Vorfeld bedanken für über 80 Follower in den letzten 30 Tagen. Es ist einfach krank, was im Moment passiert. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt irgendwann mal 80 Subscriber in einem Monat machen. Wenn das so weitergeht, sage ich euch mal ganz ehrlich, werden wir irgendwann die 1000 super schnell erreichen. Vielleicht sogar schon bis April. Und ihr wisst ja, ich habe das im Stream mal gesagt, im April habe ich Geburtstag. Das heißt, ich könnte theoretisch sogar einen Geburtstags- bzw. 24er-Stream machen, 24 Stunden. Vielleicht auch am Wochenende mit den Jungs, dass ich beispielsweise sage, okay, wir machen jetzt 10 Stunden was mit den Boys und danach Avakin, danach machen wir noch FIFA, was auch immer. Also, oder 12 Stunden Stream. Da bin ich auf jeden Fall im Moment am Überlegen, was man da so Spannendes machen kann. So als Dankeschön an euch, ja, dass man zusammen einfach einen richtig geilen Stream dann macht und auch Gewinnspiele. Und deswegen, das ist geil, macht weiter so, Leute. Denn ich habe auch im Stream erzählt, die Einnahmen, die ich dann, wenn ich 1000 Abonnenten erreiche, weil man dann YouTube-Partner werden kann, ja, diese Einnahmen gehen dann in euch rein. Das heißt, ich investiere für euch das Geld. Werde ich dann nutzen für Modewettbewerbe oder auch andere Wettbewerbe und kommt dann extra auf das Geld da drauf, was ich dann sowieso immer als Gewinn ausschütte. Also ihr habt auf jeden Fall super gute Möglichkeiten in der Richtung Coins zu machen. Natürlich auch mit dem Resultat, wenn ich dann beispielsweise ja ein bisschen Geld verdiene mit YouTube, was durchaus sein kann bei den Aufrufezahlen, dass ihr auf jeden Fall Profit schlagen werdet. Denn es ist nicht viel Geld, aber das Geld, was ich kriegen könnte, würde auf jeden Fall ausreichen, um zumindest ein paar Coins zu kaufen, ab und zu mal. Ne? Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Tatsächlich. Das ist eine gute Sache. Ich kann mehrere Gewinnspiele machen und das möchte ich unbedingt mit euch auch dann in Angriff nehmen. Ja, Leute. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das eine geht noch ein bisschen länger. Ich habe jetzt ja, glaube ich, zuletzt im letzten Stream ein paar Wettbewerbe gemacht. Tatsächlich habe ich aber noch nicht Belohnung erhalten. Das bedeutet, wahrscheinlich geht das noch etwas länger. Aber ist nicht schlimm. Das ist nicht so schlimm. Dann werden wir auf jeden Fall im Stream demnächst wieder darauf eingehen können. Ich denke mal am Samstag, vielleicht sogar am Freitagabend werde ich streamen. Weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Ich kann sogar mir vorstellen, am Freitag zu streamen um ungefähr 20 Uhr und dann halt bis in die Nacht hinein. Aber bisher ist noch Donnerstag, ach Quatsch, bisher ist noch Samstag geplant um 18:30, 20 Uhr. Aber ich kann mir auch vorstellen, wirklich das nochmal zu canceln. Ihr werdet da rechtzeitig dann morgen von mir Bescheid bekommen. Je nachdem, wie meine Laune morgen ist, werde ich dann überlegen, ob ich dann doch streame. Also Lust hätte ich tatsächlich, mit euch einen richtig geilen Abend zu verbringen. Das sowieso. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein paar Wettbewerbe, die wir gerade bewerten, ne? Ein paar Geschenke machen und so. Ja, ich habe auch fleißig überlegt, was wir im Samstagstream machen können. Oder eher gesagt im Freitagstream. Wir werden auf jeden Fall wieder in die Wüste gehen, um dort ein paar Geschenke sammeln zu können. Wir werden dann höchstwahrscheinlich auch noch mal irgendwo Party machen, also ein bisschen in einer Party-Location chillen, labern, miteinander Spaß haben, Fotos machen, dies, das, Ananas. Also da können wir mal gucken, in welche Richtung wir gehen.
Und ich überlege noch, was Zusätzliches zu machen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Es gibt verschiedene Sachen, die wir angehen können. Und ja, da muss ich halt noch eben gucken, was ich genau noch machen möchte. Es ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man nicht so viel Content hat im Moment. So, Drop Signs. Okay, neue Möbel, neue Kleidungsstücke. Das sieht nice aus. Deswegen, da muss ich noch mal gucken, was ich denn demnächst als Content vielleicht auch euch bieten kann. Ja, in den Zeiten, wo kein Event ist. Denn da müssen wir immer gucken. Es ist ja oft so, dass auch mal Phasen in Avakin sind, wo nix ist für ein paar Wochen, wo man echt gucken muss, in welche Richtung wir gehen. Klar, wir haben jetzt im Moment, wie heißt das? Future? Nee, Flashback. Flashback-Event vom letzten Jahr 2020. Wir durchleben das ganze Jahr nochmal. Das ist klar, aber irgendwie, ja, es ist jetzt kein großes Event wie beispielsweise an Weihnachten oder auch an Silvester. Das ist ja alles nochmal ein bisschen größer gehalten. Aber gut, wir werden mal sehen, was sich da so machen lässt. Sonst muss ich wirklich für den Februar nochmal gucken, ob wir auch nochmal andere coole Dinge dann miteinander machen. Ich weiß halt noch nicht was. Müssen wir einfach sehen. Also ich kann mir gut vorstellen, ein paar Events noch zu planen. Auch nochmal ein paar Gewinnspiele. Also in dem Monat werden wir sicherlich nochmal ein Gewinnspiel machen. Ist halt nur die Frage, wann. Ich denke eher zum Ende des Monats. Das ist klar. Das werden wir einfach nochmal sehen. Ja, dann gibt es noch eine andere Ankündigung. Und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, meinem Real-Life-Instagram-Account zu folgen. Warum tue ich das Ganze? Einfach aus dem Grund, weil ich nichts zu befürchten habe und ihr natürlich auch ein bisschen Einblicke in mein privates Leben haben könnt. Das Ding ist, dort werden halt nur Fotos veröffentlicht und Standorte und so eigentlich eher nicht. Also, ich meine, sagen wir mal so, wenn ihr schlau seid oder wenn ihr ein bisschen Ahnung vom Laptop, PC, Internet habt, dann sollte das kein Problem sein. Ihr seht auf jeden Fall, hier ist Marchip TV und hier ist nochmal mein Real-Life-Account. Ist aber nichts Schlimmes, das sind einfach nur Fotos aus meiner Zeit, wo ich Fußball gespielt habe oder auch feiern gegangen bin und so weiter und so fort. Also ganz normale Bilder einfach und ich weiß nicht. Ihr könnt gerne daran teilnehmen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt mir gerne eine Anfrage beziehungsweise ihr könnt mir auch ein Follow einfach da lassen. Eine Anfrage müsst ihr mir gar nicht da lassen, weil ich gar nicht privat bin. Also ich kopiere es schon mal und werde ich dann gleich in die Infobox packen, falls ihr Interesse habt, mir zu folgen. Wir können auch da gerne Sprachnachrichten austauschen und so weiter und so fort. Das ist gar kein Problem. Ja. Das nochmal so am Rande für euch ist, glaube ich, auch nochmal ganz cool zu wissen. So, was haben wir jetzt hier? Wollen wir das noch eben machen? Bereit deinen neuen Lieblingstrend zu beginnen, entdecke die jüngsten Trends und style dich mit der aktuellsten Mode Dolly Bob. Da machen wir das. Das sind aber auch schöne Sachen, ne? Und da machen wir gleich noch selber eins. Das habe ich mir noch gedacht heute für dieses Video. Ganz schnuckelig, dieses Video heute. Ja, ich versuche da auf jeden Fall so eine Abwechslung immer zu finden für euch, weil jeden Dienstag oder jeden Donnerstag dann eine Hausbesichtigung oder was auch immer ist halt blöd. Ne? Und deswegen versuche ich immer mal zu gucken, ob wir mal was anderes machen. Und für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben im Stream und jetzt die Videos halt nur gucken, ich habe ja am Montag gestreamt, ist eigentlich kein Stream Day. Normalerweise ist es ja so, dass ich dienstags ein Video raushaue und donnerstags eben auch. Aber in dem Fall habe ich dann montags einen Stream gemacht und Dienstag kam dann nix. Hat den Hintergrund, dass ich da so einen Ausgleich einfach brauche, wenn ich dann beispielsweise Bock habe, ganz spontan auf einen Stream. Dann ist es halt einfach so nice. Dann ist es halt einfach so, dass ihr kein Video erwarten könnt an dem Dienstag. Manchmal schon, manchmal kommt trotzdem was, aber in der Regel, wenn ich montags streame oder sonntags, dann kommt am Dienstag meistens nichts. Nice, wir sind jetzt auf Level 5 und haben ein Badge gekriegt. Das ist nice. Und 1000 Coins. Cool. Also das passt ja perfekt für das Video hier. Wir haben auf jeden Fall. Wo haben wir das denn? Ich glaube hier. Pose.
Nein, das ist Quatsch. Nicht Pose. Hier, wir haben das jetzt gekriegt. Nice. Hä? Erreiche Modestufe 5. Hab ich doch. Vielleicht hat sich das auch noch nicht aktualisiert. Das kann gut sein. Das kann sein. Ja gut, okay. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt Stufe Level 5. Das ist doch schon mal nice. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch mal ein Wettbewerb mit. Das ist nur für Frauen, das ist auch nur für Frauen und das ist für jedes Geschlecht. Endet in 21 Stunden. Rückblicks Donnerstag. Was müssen wir da machen? Kostenlos für 30k. Was können wir denn jetzt hier machen? Es ist Zeit für einen Moderückblick und wir bringen unsere Lieblingsmodeerscheinungen aus der Vergangenheit zurück. Alles klar. Was brauchen wir denn dafür? Oh nee. Oh nee, das will ich nicht. Ach komm, dann, nee. Also, ich sag mal so, für 4000, ne, daher kann ich mir auch was anderes holen. Dann machen wir das hier. Zurück zur Arbeit. Silber, finde ich cooler. Ich habe ja auch einen weiblichen Avakin noch. Das ist vollkommen okay. So, was nehmen wir denn? Da muss ich jetzt wirklich mal überlegen. Also, Pilotinnen-Outfit finde ich eigentlich ganz sweet. Also ganz süß eigentlich für Frauen. Das Gesicht gefällt mir aber schon irgendwie, oder? Irgendwie ist das schon ganz süß. Ist halt nur die Frage, ich habe halt noch nie einen weiblichen Avakin so richtig gestaltet. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Aber ich würde sagen, nicht so viel Schnickschnack wäre angebracht, oder? Das ist aber ganz süß, glaube ich. Wir nehmen das einfach mal mit. Also, wir brauchen jetzt erstmal noch Accessoires. Nee, erstmal Haare. Wir gucken erstmal, was es alles so gibt hier bei den Haaren. Das soll ja schon was Schönes sein. Die Morrigan. Naja. Ich bin, was das angeht, echt ein bisschen schwierig. Bei den Haaren weiß ich halt nicht, was Geiles und passend ist bei Frauen. Also ein Avakin. Es gibt da ja echt unterschiedliche Frisuren, die sehr im Hype sind. Und ich kenne mich da leider nicht so gut mit aus. Müssen wir mal sehen. Müssen wir mal sehen. Was könnte denn sehr gehypt rüberkommen? Also, das sind alles Haare, die nicht so schön sind, ne? Was ist mit die Nicole? Nee. Eher nicht so. Die Sienna ist eigentlich auch nicht so schön, ne? Scheiße, was habe ich hier ausgewählt? Naja gut, aber jetzt machen wir das zusammen hier. Egal, wie lange ich jetzt brauche. Das ist doch ganz süß, oder? Ja. Schminkmaske. Das haben wir ja schon. Make-up. Okay. Schuhe, da brauchen wir auf jeden Fall Absätze. Welche nehmen wir denn? Passen die? Lichter der Stadt von Cloud9? Boah. Ich würde, glaube ich, eher auf Rot gehen. Aber schlichte Sling Heels. Ist jetzt nicht so mein Favorite, ehrlich gesagt, ne? Aber nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit, okay? Gut. Nein, wir wollen nicht gehen. Wir wollen hier noch was aussuchen. Schuhe haben wir jetzt. Ja, ist gar nicht so einfach. Gesichtszüge und so, Schmuck. Was für Schmuck haben wir denn hier? Was könnte man gut tragen? Ich würde eher sogar darauf gehen, dass sie sowas trägt hier. Ringe. Schloss aus Kobalt. Finde ich ganz cool. Nehmen wir einfach mal mit. Brillen. Nein. Strumpfhosen. Nee, braucht sie ja nicht. Taschen. Ich finde, sie reicht eigentlich schon so aus. Oder? Wie findet ihr das?
Und dann am besten halt normal. Was ist das hier? Okay. Am besten sollte das schon eine Pose sein, die irgendwie vernünftig ist. ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber das ist eigentlich ganz süß, oder? Oh yes, das nehmen wir. Das nehmen wir. Wir treten bei. Zurück zur Arbeit. Und die Ergebnisse, Leute, kriegt ihr dann am Freitag, also morgen oder Samstag mit. Ne? Also das nochmal so am Rande. Kriegt ihr alles mit. Ich würde sagen, das war's auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ihr Lieben. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall die Tage wieder. Bis dahin, ciao. Und lasst gerne ein Follow da auf Instagram. Das würde mich sehr freuen. Ich follow natürlich auch zurück. Bis dahin, ciao.